Eine Rehabilitationsbehandlung ist zunächst einmal eine Behandlung, die darauf abzielt, dass die Teilhabe von Menschen verbessert wird. Das bedeutet, dass sie im Alltagsleben wieder besser zurechtkommen. Teilhabe bedeutet das Eingebundensein in Lebensbereiche. Das kann die Familie, den Freundeskreis, den Sportverein betreffen. Ein wichtiger Punkt bei der Teilhabe ist aber auch die berufliche Teilhabe, weil wir wissen, dass das Gelingen von Berufstätigkeit auch ein wichtiger psychischer genauso wie körperlicher Schutzfaktor ist, im Gegensatz zur Arbeitslosigkeit oder keine Aufgabe im Leben zu haben. Das ist der Fokus, zunächst einmal unabhängig von der dahinterstehenden Störung. In der psychosomatischen Rehabilitation geht es nun zunächst einmal vor allem um psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Anpassungsstörungen, Somatoformstörungen, aber immer auch darum, körperliche Leiden und körperliche Einschränkungen bei der Gelegenheit mitzudenken und in den Behandlungsplan zu integrieren.